Jojo und willkommen hier zu einer neuen Adventure Map von der Adventure Map Series und heute gibt es The Dropper 2. Ich habe gerade eben auf Twitter gefragt, was ihr so alles sehen wollt und da haben mehrere Leute Dropper geschrieben. Ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal, weil auf meinem Kanal gab es glaube ich noch nie Dropper zu sehen. Ich persönlich habe die Map sogar schon gespielt, vor Ewigkeiten mal, also ich weiß nicht mehr, wie man da wo runterjumpt, also ich bin da relativ ungespoilert. Bla bla bla, kennen wir alles. Let's go. 3, 2, 1. Let's go. Hallo? Hallo? Okay, was geht hier ab? Was geht hier ab? Aua. Okay, hat ja nur 8 Jahre gedauert. Super. Okay, Level 1 Rainbow. Super, ich hab's gerade eben schon aufgenommen. Und ich musste leider meine Version runtersetzen auf 1.7, weil gerade eben hat es nicht funktioniert. Deswegen auch ohne Shader. Also auf 1.8 funktioniert das wohl scheinbar nicht. Read me. Once the button is pushed, you will be teleported. TP work with... Okay. Ich weiß noch nicht, was ich hier tun soll, aber ich drück einfach mal den Knopf. Okay, ich glaube, das macht einen Unterschied, wenn ich hier auf bestimmten Positionen... Oh mein Gott. Aua. Hat ja super funktioniert. Okay, was gibt's hier? Go back to the main room? Nein, ich muss das schaffen. Let's go. 3, 2, 1. Let's go. Oh, ist das die Mitte? Oh. 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 Wunderbar geschafft. Okay. Erstmal hier den Diamanten nehmen, weil ich habe ihn einfach verdient. Und ich geht's hier unten lang irgendwo? Wo geht's lang? Hier geht's lang. Haha. Und back into the main room. Level 2. Eisengard. Okay. Wow. Holy fuck. Holy fuck. Es lädt einfach nicht. Es lädt nicht. Wie viel Glück kann man haben? Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Oh, once you push the button, you will have 5 seconds to run in the center of the room. Ich hoffe mal, das ist der center of the room. Okay, ich bin im center of the room. Ich hoffe, das ist richtig. Oh, super. Find a way to reach the bottom of the level. Ja, haha. Super. Wie soll ich das denn hinkriegen? Habe ich hier irgendwie Night Vision Speed? Okay, super. Bringt mir jetzt natürlich mega viel. Das Gute ist, ich sehe natürlich relativ wenig, wo es überhaupt nach da unten geht, weil eigentlich, ich habe meine Render Distance voll hochgeballert, aber ich sehe einfach zur Hölle nicht, wo es da runter geht. Geht's da runter? Ja, da geht's runter. Oh, da unten ist Wasser, das Wasser, das Wasser. Perfekt. Perfekt, ich bin der Allerbeste. Okay, wo geht's lang? Blue button to go to back to the first room. Black button gives you a German resistance boost if you find the diamond hidden higher in the level optional. Nein, ist mir doch scheißegal. So, hier. Nummer 2, done. Und ich glaube, das hier steht für die Diamonds, oder? Ja, wie auch immer die das hingekriegt haben, dass sie das herausfinden. Nehmen wir jetzt diese Lampen hier, sehen auch echt cool aus. Okay, Neo, was auch immer das ist. Okay, ich sehe gar nichts. Ich falle einfach nur und sehe nichts um mich herum. Ein sehr wunderschönes Level. Ich hoffe, das lädt noch langsam. Hallo? Hallo. Dankeschön. Neo, don't see the water, just reach the floor. Okay, ich glaube, ich muss hier den Knopf drücken. Ah, das ist hier Matrix-mäßig. Ja, ich verstehe schon. Okay, let's go. What? What? Nein, warte, ich will hier nochmal rein. So, da muss ich drauf drücken. Ja, in Matrix, in dem Film sind hier so ganz, ganz viele, ist da so ein Raum mit so ganz vielen Bücherregalen. Deswegen, oh mein Gott. Oh mein fucking Gott! Gut, versuchen wir das doch gleich noch einmal. Boah, dieser Countdown regt mich auf. Ich würde einfach instant fallen wollen am liebsten. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Jetzt sehe ich wenigstens was. Oh, 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 oh. Wie auch immer ich das gerade geschafft habe. Warum auch immer ich mich hier so langsam bewege. Super, ich habe es wohl geschafft. Ha, muss jetzt den schwarzen oder den blauen drücken. Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Ja, ich habe es geschafft. Super, okay. Symbols. What should I do over here? Inside that symbol room. Oh Gott, nein. Oh Gott, okay. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Oh mein Gott. Wie soll ich mir das denn merken? Wollt ihr mich verarschen? Okay, das wird sehr lange dauern, Freunde. Glaubt mir. Das wird sehr, sehr lange dauern. Oh, 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 oh. Wie soll ich mir denn die Symbole merken, wo ich durchfallen muss? Also das ist nicht witzig. Okay,
Okay, okay, vielleicht dieser Kreisel hier. Super, hat ja mega gut funktioniert. Haha, und noch einmal. Oh Mann. Also so Dinger, wo ich mir was merken muss, das finde ich immer am schrecklichsten. Dieser komische Penis hier? Nein. Hä, wo soll ich denn dann runterspringen? Das Schlimme ist, du musst immer diese 5 Sekunden abwarten. Das ist die Hölle. Hier vielleicht der, dieses Auge hier. Nee, okay, leck mich am Arsch, Alter. Tschüss. Kein Bock auf die Kacke. Dankeschön. Direkt mal das erste Level hier machen. Das lass ich mir nicht gefallen, Alter, du kleiner Wichser. Los, hier, the tree. Hallo? Hallo? Als ob ich das schaffen muss. Als ob ich schaffen muss. Ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level über alles. Ich verabscheue dich und deinen Macher. Okay, hier vielleicht. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Haha. Ja. Das mache ich nämlich immer, wenn ich überhaupt keinen Bock auf diese Scheiße habe. Ich hasse diese Level. Hier. Mit mir kannst du nicht ficken. So, hier geht's nicht durch. Hier geht's auch nicht durch. Hier geht's durch. Wunderbar. Darf ich jetzt fallen vielleicht? Mhm. 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 Danke sehr. Boah, ich fall extra langsam irgendwie. Das ist, glaube ich, extra so gemacht, damit du das System nicht ausdrücken kannst. Oh, hier, cool, hier ist ein Loch. Direkt mal durch hier. Und da ist auch ein Loch. Oh, cool, direkt durch hier. Und hier auch nochmal. Durch, wunderschön. Haha, ich habe das Level geschafft auf ganz legale Weise, weil ich so gut in Minecraft bin. Ja, ich liebe dieses Spiel. Nee, ohne Witz, also solche Level, die machen mich einfach nur aggressiv und die zerstören mir meine Laune am Kommentieren. Darf ich jetzt hier, bitte? Bitte, danke. Call bei dir. Korrekt. Nee, dann bekomme ich dann einfach nur keinen Bock mehr, das Video zu machen. Und deswegen, cheat ich mich da einfach durch. Man hat ja kein anderes Problem. Ist ja auch nur ein Spiel, ne, Leute? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Wow. Einfach nur wow. Ich frage mich, wie ich es schaffen soll. Was? Das Level. Come on, come on. Ich weiß, ich kann das schaffen. Wow. Wow. Okay, ich habe es fast geschafft. Es war sehr knapp. Es war sehr knapp, Freunde. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich weiß es ganz genau. Hier durch. Hier durch. Ja, 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 ja. Oh! Super. Super gemacht. Super. Und weg von hier. Wunderbar. Ich habe zwar nur einen Diamanten bis jetzt gefunden, aber das ist mir so fucking egal. Embryo, gib mir der. Gib mir der. Let me inside that embryo. Mhm. That's right. Okay, okay, okay. Ich muss, glaube ich, in der Hand landen. Wow, wow. Wunderbar. Und noch einmal. Haha, weil wir haben ja so viel Spaß daran, in die Hand eines Embryos zu springen. Boah, Junge, das ist doch unmöglich! Wie soll denn das gehen? Ich sehe gar nichts wegen diesem blöden Effekt, wegen diesem Nausea-Effekt. Das wäre ich irgendwie auf Crack oder so. Come on, come on. Ich weiß nicht, wo ich hinfliege. Überhaupt nicht! Boah. Alter, scheiße, ey. Oh, Junge. Alter, ey, ich komme gar nicht auf mein Leben klar. Boah, ich hasse das, wenn das passiert. Nausea-Effekt. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Das weiß ich ganz genau. Nur, das Ding ist, wo muss ich hin? Komme ich hier irgendwo runter? Denn ich glaube nicht. Oder kommt man da runter? Wie soll man denn hier runter? Da, aha, da kommt man runter. Wunderbar. Old Alley, hopp. Hallo, kann ich raus hier? Dankeschön. Und dann. Ich bin der Beste. Ich bin einfach der Beste. Okay, ich würde sagen, das war's mit dieser ersten Folge. Find 16 Diamonds to unlock the Bonus Level. Ich werde mich einfach am Ende durchbrechen, damit ich das Bonus Level so machen kann. Haha, ich bin nämlich ein Gangster. Jo, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge The Dropper wieder. Die kommt dann morgen. Und ja, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.